Hallo Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Factorio. In der letzten Folge haben wir ein klein bisschen rangezoomt, um uns mal ein bisschen näher zu betrachten. Und wir haben überlegt, hier oben einen Greifer reinzubauen. Denn ja, wir haben nicht nur das gemacht, wir haben auch an der Versorgung gefeilt, was Plastik, also blaue Platinen angeht. Und jetzt hatten wir uns überlegt, dass wir den hier vielleicht noch zusätzlich programmieren, Munition aufzusammeln, damit der hier auch programmiert werden kann. So dass wir hier jetzt keinen Stau mehr haben, weil das haben wir ja in der letzten Folge gesehen. Das kann seltenerweise trotzdem auch mal passieren. So. Hier staut sich das. Das liegt aber daran, dass der hier rein raus fährt und anders lässt sich das hier nicht lösen. Gut, ist jetzt für einen Augenblick so, können wir jetzt gerade nichts dran machen. Das läuft noch gut. Ich gucke lieber noch mal einmal hier, ob die Raketenstation auch weiterhin mit Komponenten versorgt wird. So, da unten werden wir auch schon wieder angegriffen. Wahrscheinlich wieder, genau. Diesmal haben sie das Nadelöhr genommen, haben auch einiges der Mauer zerstört. Gefällt mir natürlich nicht ganz so gut. Das müssten wir auch mal wieder reparieren. Ist auch wieder vollkommen sinnlos kaputt gegangen. Aber ist natürlich ein Schwachpunkt, dass das Förderband hier hinten lang läuft. Normalerweise muss jetzt hier eine Geschützturmreihe hin und dann müssten die darüber versorgt werden. Das wäre eigentlich die beste Variante, weil so würden dann erstmal nur die Geschütztürme kaputt gehen und nicht direkt die Versorgungslinie. So. Okay, schauen wir mal, was der Raketenfortschritt sagt. Wir sind bei 7%, liebe Leute, und es fehlen wieder weiter Komponenten. Erkennt sie nicht, die guten alten Komponenten? So, gute alte Komponenten. Warte mal, können wir hier oben vielleicht ein bisschen was dran machen, dass wir vielleicht noch eine zweite Fabrik bauen? Das kommt halt darauf an, wie viele Komponenten von den blauen Chipsätzen er braucht, um eine Raketensteuereinheit herzustellen. Aber ich glaube zwei, oder? Zwei. Tatsächlich zwei. Da könnte man sagen, man baut noch eine Fabrik. Und vielleicht klappt es ja sogar, dass wir die hier hinbauen und dass die sich direkt über den... Ich weiß nicht, ob es klappt. Wir testen es einfach mal, ob die sich dann so versorgen kann. Wenn wir dir sagen, du stellst jetzt Raketensteuereinheiten her. Hier war doch Elektronik. Ist das da nicht? Oder ist das bei Waffen? Nö. Hier ist es drin, logischerweise. So, zack. Kann er das? Macht er das? Macht er nicht. Nee, das macht er nicht. Okay, da müsste man den hier vorne noch ein bisschen umbauen. Und zwar müsste man dann hier ein Förderband setzen. Den könnte man dann, glaube ich, wegnehmen. Ja, auch nicht ganz. So. Da müsste die aber nochmal umgesetzt werden. So. Normal, da brauchen wir noch ein paar kleine Förderbänder zusätzlich. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Und davon haben wir auch noch welche. Das ist schon mal ganz gut. So, du kommst jetzt hier weiter. Sonst geht's ja nicht weiter mit den Raketensteuereinheiten. So. Okay. Der läuft dann hier vorne hin. Und dann nehmen wir den. Der soll jetzt einfach aus dem rausnehmen. Aber am besten nicht so schnell, weil sonst ist das Förderband ja schon wieder leer. Wie stellen wir das denn jetzt am besten an? Das geht ja insoweit, dass er die rausnimmt, aber wenn er jetzt alle von den blauen rausnimmt, dann produziert natürlich wieder nur einer. Und wahrscheinlich kommt er dann eh nicht hinterher. Gut, wir können hier vielleicht was machen. Dass man dem sagt, da sowieso ab und zu mal einer ankommt, dass man dem zusätzlich sagt, du läufst jetzt hier drauf und ein Umpacker, zwei Umpacker vielleicht, dem man dann sagt, du, ja, vielleicht kann man auch erstmal einen Fuffi rausnehmen und lässt es dann dabei. So, okay. So. Ja, liebe Leute, wie ich in der letzten Folge schon erwähnt habe, werde ich denn wahrscheinlich, während ihr das jetzt hier seht, immer noch auf der Baustelle. Nee, ich bin nicht mehr auf der Baustelle.
Das ist doof, das jetzt gesagt zu haben. Wartet mal, dann ist das jetzt Samstag, Sonntag, Montag. Doch, dann dürfte ich wieder auf der Baustelle sein. Also dann ist der Sonntag schon wieder um und ich bin wieder auf der Baustelle. So. Auch um die Zeit. Ja, das haut schon, das haut schon hin. Also während ihr das jetzt seht, bin ich wieder auf der Baustelle und arbeite fleißig daran, dass wir demnächst im neuen Arbeitszimmer, im neuen Büro sozusagen viele, viele coole neue Let's Plays aufnehmen können. Also ich freue mich mega auf ganz viele neue Projekte. Ich habe das Batman Let's Play, was ich angefangen habe, erstmal auf Eis gelegt. Ich bin mir noch unschlüssig. Ich war nicht ganz so zufrieden mit mir in den Folgen. Und ja, ich würde das vielleicht noch einmal starten, aber ich habe auch erstmal Bock auf was anderes. Also wir schauen mal, was dann kommt. Da wird sich bestimmt was geben, weil Batman wird natürlich auch wieder ein langes Projekt werden. Ist aber auch eine Herzensangelegenheit. Also da muss man, das muss man dann auch sagen. Und deswegen sind meine Ansprüche da auch ein bisschen hoch. So, dass es auch richtig cool wird. Und da habe ich dann schon überlegt, vielleicht irgendwie so ein paar coolere Sachen zu machen. Aber da lasst euch mal überraschen. Die man dann für das Let's Play noch nutzen kann, die mir nur im Nachhinein mal gekommen sind. Um das halt vielleicht noch etwas cooler zu gestalten, damit es halt noch ein bisschen mehr Spaß macht oder so. Aber das sehen wir dann. Da arbeite ich dann dran, sobald wirklich mal Ruhe eingekehrt ist. Ich meine, ich rede jetzt schon seit Wochen, Monaten, man kann schon fast sagen, Jahren davon. Ne? So, ja, wenn es endlich mal ruhiger ist, dann hat man auch mehr Zeit für alles Mögliche. Ja, das ist aber leider so, dass es halt so ist, dass es halt im Moment nicht ruhiger ist. So, weil wir halt ganz, ganz viele Sachen haben, wie. Warte mal, können wir die hier so ablagen? Ne, können wir nicht, ne? Ah, der könnte die ja hier mit rausnehmen. So, nehmen wir da nochmal noch ein Stacky raus, einen kleinen. So. Ich weiß nicht, im Prinzip produzieren die dann ja beide. Besonders 20, ne? Ja, na, es hat sich halt viel immer wieder ergeben. Also der Umzug damals, da lief das Let's Play ja schon und jetzt lebe ich ja schon ewig lange hier. Neuen Job etc. pp. Alles läuft super. Dann haben wir uns jetzt ein Haus gekauft und jetzt sind wir das gerade am Renovieren und das ist praktisch, ja, es lief halt einfach alles so durch und dementsprechend hat man da auch vielleicht damals zu Beginn noch nicht so dran gedacht, dass das halt so lange dauern wird, bis da halt mal wieder ein bisschen Ruhe einkehrt. Aber ja, ich bin froh, dass es so ist und es macht Spaß, es macht alles Spaß. Also, das ist ein tolles Haus und ja, sowieso hier mit der Liebe meines Lebens zu leben und halt das alles zu teilen und so, das ist halt einfach, ist einfach cool. Also, dafür lohnt sich das schon, sich ein bisschen den Arsch aufzureißen, damit man halt dahingehend auch mal Ruhe bekommt. Weil ich bin halt so ein Mensch, möchte das halt so ein bisschen selbst in der Hand haben, wie man dann wohnt und nicht darauf angewiesen sein, dass vielleicht mal ein Vermieter auf Eigenbedarf kündigt oder so, oder dass man sich vielleicht irgendwann die Miete nicht mehr leisten kann, etc. pp. Und ja, ich habe ja auch schon mal gesagt, ich bin ja auch bisschen auf dem Land groß geworden und alles und dementsprechend brauche ich auch ein bisschen mehr Platz. Also ich muss einfach auch ein bisschen die Möglichkeit haben, so mal Gemüse anzupflanzen und das ist halt auch immer so ein Ding gewesen. Und ja, so ein Garten, wo man so einen Rückzugsort hat, das ist halt auch was zusätzlich jetzt nochmal durch die ewig lange Corona-Geschichte nochmal so richtig bewusst geworden ist, dass es halt sehr wertvoll ist, wenn man einen kleinen Garten hat oder einen Garten hat, wohin man sich mal zurückziehen kann, um halt dort auch mal in Ruhe ein Buch zu lesen oder wie auch immer. Einfach vollkommen ungestört. Und das ist halt schon ein Luxus. Also muss man auch ganz klar sagen. Aber ich find's gut. So. Okay, das scheint jetzt ja erstmal zu laufen. Wir bringen mal ein bisschen Plaste oben hin. Hatte ich da hier irgendwo? Moment. Oh Gott. Wir hängen fest. Sie haben das Tor von innen verriegelt. Wir müssen außen rumgehen.
Der ist noch voll. Was ist eigentlich mit dem hier? Oh, warte. Das nehmen wir mal alles mit. Oh, wir wollten Kohle mitnehmen, liebe Leute. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Denn wir wollten zu den Feldern rüber. Und das machen wir jetzt gleich auch mal. Aber zuerst versorgen wir mal alles Wichtige hier mit weiterhin Plastikkomponenten, damit wir auch irgendwann mal fertig werden. So, okay, hier oben wollten wir die reinpacken. Hier kommen wir wieder nicht durch, weil dort die Schwefelsäure-Pipeline ist. So, zack, und schon geht's weiter. Ihr habt gesehen, das war schon mal 70%. Das ist schon relativ wenig. Gut. So, jetzt werden wir mal ein paar Sachen los, hätte ich jetzt fast gesagt, was wir jetzt nicht gerade unbedingt mitnehmen brauchen. Aber theoretisch reicht auch, na gut, 5 Kohle ist jetzt nicht gerade der Bringer. 3 Kohle auch nicht. 50 geht schon eher. Ja gut, so ein Stacky können wir mitnehmen. Ach man, wir können auch mal so ein Stack mitnehmen, so ein Dreier-Stack. So. Können wir auch mal mitnehmen. Einfach nur so, damit es hier mal verschwunden ist, weil sonst hat man überall immer ein bisschen Kohle drin und dann denkt man sich nachher, oh, wir haben ja noch riesige Reserven und findet dann im Nachhinein heraus, die Reserven existieren gar nicht. Oh Gott, was ist denn das hier nochmal? Achso, das sind die blauen Tränke. Ach du Scheiße. Ach du heiliger Bimbam. So viele blaue Tränke haben wir auch schon lange nicht mehr gesehen. So, laufen wir mal zurück zum Panzer. Schnappen uns das kleine Gefährt und fahren da mal rüber. So, muss natürlich jetzt wieder auch super aufpassen, dass man jetzt nicht hier irgendwas kaputt fährt, so wie ich gerade. So, Moment. Das kriegen wir hin, wir sind ja noch nicht von der Welt. Okay, der wird erstmal repariert. Und weiter geht unsere wilde Fahrt. Da seid ihr jetzt auch so ein Fenster. Das kann man dann bei Bedarf mal aufklappen. Wenn es zum Beispiel sehr warm ist und man, wer kennt es nicht, es ist sehr warm und man ist mit seinem Panzer unterwegs und denkt sich so, ach, ich hätte jetzt mal ganz gerne eine kleine frische Brise, die mir um die Nase weht. Und da macht man einfach hier an der Seite dieses kleine Fenster auf und schon weht ein herrlich frischer, kühler Sommermorgen Lufthauch um die Nase. So, okay. Wir müssen aufpassen, dass der Zug jetzt nicht plötzlich losfährt. Aber der wird ja dann über diese Bahn erst nach dem Entladen herangebraust kommen. So, okay, hier können wir mal halten. So. Es geht auch gar nicht weiter. Also er ist minimal beladen. Die Plastikproduktion ist logisch, geht nicht weiter. Hatte ich vermutet, weil wir hier hinten ja immer noch manuell nachladen müssen. Mit Kohlekomponenten. So. Und dann kann der hier auch Plastik produzieren. Dann geht es hier auch relativ voran. Aber vorher geht es halt nicht voran. So, das hier läuft einwandfrei. Die produzieren hier auch noch ohne Ende. Warte mal, da müssen wir jetzt auch mal langsam wieder aufhören. Wir haben ja jetzt Raketentreibstoff produziert. Den nehmen wir uns mal auch noch mit. Wer weiß, wie viel wir brauchen. Die Kiste können wir auch mitnehmen. So. Und dann sagen wir jetzt hier aber mal, bevor wir hier an Energieknappheit sterben, los geht's. So, und am besten zweimal den hier noch machen. Obwohl, das brauchen wir nicht. Der kommt gerade so mit. Oder? Ja, der kommt gerade so mit. Dann ist das jetzt unser neues, unsere neue Vorgabe. Achso, die sind ja auch noch mit dabei. Stimmt, das habe ich ganz vergessen. Die Produktion läuft also trotzdem weiter. Gut, dann brauchen wir das gar nicht so krass machen. Irgendwie ist er jetzt auf einmal schneller geworden, oder bilde ich mir das nur ein? Weil er nicht gerade eben langsamer? Liegt es daran, dass jetzt die Sonne aufgegangen ist? So, das läuft alles. Müssen wir mal hier gucken. Inhalt des Rohrsystems, Inhalt vom Lagertank. 5,6. Jetzt haben wir einfach mal Schmieröl weggeballert.
So. Ist zwar nicht die feine englische Art, aber ich hoffe nicht, dass es einfach irgendwo landet. So, hier ist... Hier ist alles voll. Das brauchen wir ja theoretisch aber auch. Könnte man noch zwei Tanks oder so herstellen. Und die dann hier irgendwo ankoppeln. Frage ist halt auch nur wo. Ne? So viel Platz haben wir jetzt ja auch nicht mehr. Theoretisch könnte man den hier... So, das geht. So, dann läuft der jetzt voll. Aber was haben die denn für ein Fassungsvermögen? 6 Liter oder was? Da müssen wir mal gucken. 25.000. Na also da sind wir ja noch meilenweit entfernt. Der hätte ich auch gerade gar nicht ausleeren brauchen. 25.000, da geht ja noch einiges. So. Gut. Naja, dann läuft das hier auf jeden Fall. Das ist doch schon mal schön. So. Da könnte man vielleicht sogar noch eine zweite Kohlefahrt machen. Ich muss mal gucken, ob unten die Kohle noch ankommt. Haben wir dort Kohle hingeleitet? Oh nein. Kohle hingeleitet, so viel dazu. Da müssen wir jetzt aber den Panzer tanken. Weiß ich gerade gar nicht. Achso, wir können ja Raketentreibstoff reinpacken. Damit er theoretisch auch eine Weile drauf fahren kann. So. Hat er vorher auch schon so gequalmt? So. Warte mal, ich will mal einmal rausfinden, ob wir jetzt wirklich dort hinten Kohle haben oder halt nicht. Ich glaube nicht, oder? Die haben wir da manuell hingebracht. So, fahren wir mal einmal hier hoch. Wir nehmen mal Kohle mit, bevor wir dann gleich rausfinden, wir brauchen Kohle und dann haben wir keine. Wir müssen dann eine zweite Tour machen. So fahre ich jetzt eigentlich hier rein, bin ich verrückt. So. Und wieder zurück. So. Müssen wir einmal hier gucken. Er hat schon einen Raketentreibstoff verbrannt. Das ist natürlich auch schon relativ viel. Okay, er hält doch irgendwann mal an. Kupferdraht. Kupferdraht müssen wir auch noch loswerden, damit wir ein bisschen mehr Platz haben im Inventar. Das hier vorne reparieren wir jetzt einfach mal. Moment. So. Zack, zack. Wunderbar. So. Dann packen wir hier oben mal eben den Raketentreibstoff rein. Ah, da ist auf jeden Fall genug da von Raketentreibstoff. Das andere Zeug mangelt halt ständig. Läuft die Produktion noch? Das sieht auf einmal alles so leer aus hier. Ach Gott, die kommen nicht hinterher wahrscheinlich, oder? So. Okay. Das läuft noch. Und das läuft noch. Aber die grünen Chipsätze, die laufen nicht mehr so gut. Was ist denn hier los? Da fehlt Kupferdraht. Okay, dann haben wir ja schon eine Stelle gefunden, wo wir unseren Kupferdraht loswerden können. Zack, zack. Zack, so alles rein und schon wird hier auch wieder fleißig produziert. So, sehr, sehr schön. Mal gucken, was gleich passiert, wenn wir Kernenergie haben. Jetzt brauchen wir mehr Kohle erstmal. Der schüttet hier das auch um. Kohle, Kohle. Kohle, Kohle. Lalala. So, den nehmen wir mal raus hier alles, was dort ist an Kohle. Das auch. So. Und mit der vollen Ladung fahren wir dann jetzt gleich mal rüber und gucken mal, dass wir die Plastilieferung dort unten versorgen. Weil ich bin mir jetzt, ich glaube, ich bin mir sicher, dass wir dort unten alles manuell befüllt haben.
Also geht es dort ja auch nicht weiter, aber es kommt halt regelmäßig Plaste an, aber das ist wahrscheinlich die Plaste, die sowieso ankommt von dort drüben, obwohl da eigentlich ja auch schon lange, ewig lange Zeit keine Kohle mehr sein kann. Naja, wir finden es jetzt mal raus. Jetzt mal unseren kleinen fahrbaren Untersatz hier wieder einsammeln. Und dann vorsichtig hier runterfahren. So, ganz vorsichtig. Okay. Ach ja, ist das schön. Oh, wir sind auch schon wieder bei über 20 Minuten, liebe Leute. Aber ich glaube, wir fahren noch mal einmal ganz kurz das Lager an, bevor wir eine Aufnahmepause machen. Das können wir uns, glaube ich, mal erlauben. So. Schöne nächtliche Fahrt hier durch die Einöde, hätte ich jetzt was gesagt, durch die ruhige Wildnis. Man hört nichts, außer das Rascheln des Motors. Irgendwelche raschelnden Geräusche im Gebüsch oder so. So. Vielleicht ein Uhu, der irgendwo auf einem Ast sitzt, oder eine Krähe. So, die gibt es hier wahrscheinlich nicht. Wir sind hier auf einem anderen Planeten. So, ja, hier kommt Kohle an. Also das läuft alles. Hier kommt Plaste an, nur Plaste für hier und für dort. Die müsste man, eigentlich musste man die auch noch wieder abnehmen hier. Mit einem langsamen Abscheider habe ich das. So, dreimal Plaste wird produziert. Deswegen ist das Band auch voll. Wir können Plaste einfach hier hochleiten. Aber ist das eine sinnvolle Sache, das zu machen? Mit einem langsamen Greifer? Ich glaube, das ist keine sinnvolle Sache, das zu machen. So. Gut, weil da hier hinten alles läuft. Fahren wir mal schnell wieder zurück und bringen die Kohle oben hin, damit dort auch die Plasteproduktion weitergeht. Das rote Blinken gibt mir mal für Nerven. So. Oh, jetzt hat er das einfach aus dem Inventar rausgeschmissen. Na, was ist hier los? Oha, okay. Wir versuchen also auch so langsam hier in die Raffinerie reinzukommen. Das haben wir, glaube ich, beim letzten Mal auch schon gehabt. So, okay. Aber liebe Leute, 22 Minuten. Das heißt, wir machen hier eine Aufnahmepause und sehen uns, wenn ihr dann Bock habt, übermorgen wieder. Und ja, schauen wir mal übermorgen nach, wie weit das Raketensilo schon ist. Also, ciao, ciao.